Moin aus Hamburg, ich bin wieder da und beim letzten Video haben wir über die Brokerauswahl gesprochen. Jetzt geht es dabei, wenn ich den Broker gefunden habe, nach diesen Kriterien, was für ein Trading-Konto soll ich eröffnen? Ja, fangen wir mal ganz bei der Basis an. Wenn du Deutscher bist, macht es vielleicht Sinn, das Konto in Euro zu führen, aber es gibt die Möglichkeiten Euro, US-Dollar, Schweizer Franken etc. Warum ich das sage? Weil wir natürlich da auch die Währungsschwankungen haben. Der zweite Punkt ist, brauche ich einen hohen Hebel, ja oder nein? Kommt immer darauf an, was für eine Strategie man fährt, und der Hebel ist nicht das böse Werkzeug, hoher Hebel, sondern ihr wisst, wenn ihr unsere Videos verfolgt, Risiko-Money-Management ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Hebel ist natürlich auch interessant, wenn man mal eine größere Bewegung oder sein Konto etwas aggressiver traden möchte. Aber das spielt eigentlich fast keine Rolle. Und in Europa ist es sowieso gedeckelt. In Europa gibt es einen Minimumhebel, ja, und darüber hinaus kann man nur einen hohen Hebel bekommen, wenn man auch professional eingestuft wird. Das werden die Fragen sein, die man beim Broker euch auch stellen wird. Ja, bist du professional? Willst du ein Privatkonto? Willst du dein Konto in Euro, Schweizer Franken? Ich führe mein Konto in Euro. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Aspekt, und zwar, was möchte ich denn eigentlich traden? Ich habe mein Ziel vor Augen, ich möchte gerne DAX traden, den Dow Jones traden und vielleicht den einen oder anderen Devisentrade machen. Also muss ich schauen, dass ich ein Konto finde, das mir enge Spreads anbietet. Spreads, haben wir letztes Mal schon erwähnt, ist zwischen Angebot und Nachfrage. Ein Punkt Spread ist Maximum im DAX. Ich würde darüber hinaus kein Konto eröffnen, wenn mir ein Broker anbietet, Carlos, mit 1,5 Punkte Spread biete ich dir das an. No way. Also wir bieten an 0,8 bis 1. Das ist so bei uns der Klassiker. Und dann ist es wichtig, was ist die kleinste Positionssize? Also man kann im CFD-Handel Mikrolots, Minilots handeln. Minilots sind normalerweise 0,1 Lots, das sind 10 Cent. Es gibt aber auch Mikrolots und das bieten wir exklusiv unseren Traders Club Mitgliedern an, mit einem Cent zu handeln. Du wärst damit nicht reich, aber du wärst auch nicht arm. Aber von Demo, also sprich mit einem virtuellen Kapital zu traden, dann irgendwann in den Live-Modus zu gehen, ist das essentiell wichtig, mit Mikrolots zu arbeiten, weil dann bist du erstmal live. Und wenn man das geschafft hat, kann man irgendwann anfangen, mit größeren Summen oder größeres Risiko einzugehen. Das ist wichtig. Bietet der Broker Mikrolots an? Also hier nochmal die Information, DAX mit einem Cent, ja oder nein. Devisen fangen meistens an mit 10 Cent. Bietet er mir das an? Und ist das in meinem Konto alles enthalten? Das ist für mich der wichtigste Punkt bei deinem Trading-Konto. Nochmal bei dem Trading-Konto, was ich am Anfang erwähnt habe, was wichtig ist, auch klarzustellen, trade ich dort alleine oder mit meinem Ehepartner oder mit einem Freund oder wie auch immer. Das muss vornherein geklärt werden, auch von wo das Geld transferiert wird, weil wenn du Geld mal abheben möchtest, sollte das Konto denn auch da angegeben sein. Ob mit Kreditkarte oder ganz normal vom Girokonto. Wenn das erreicht ist, wenn du das Konto und den Broker gefunden hast, dann geht es zum nächsten Step und das erfahrt ihr im nächsten Video.